Wünschen wir uns deshalb auch klare Positionierung in dieser Frage. Es handelt sich bei dem russischen Angriffskrieg um einen Bruch des Völkerrechts mit gefährlicher Präzedenzwirkung. Kleine Länder können nicht mehr sicher sein von dem Verhalten ihrer größeren, mächtigeren Nachbarn. Auch in der Region des Indopazifiks muss die Stärke des Rechts gelten, nicht das Recht des Stärkeren.